Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Missverständnis der Baphomets Fluch-Reihe. Dieses Baphomets Fluch, Episode 2, Baphomets Fluch 5. Ich bin euer Mr. Weller 1974, an meiner Seite der Fozzi Gamer, der zwei, drei gute Ideen offscreen hatte. Und wir sind bei Folge 30 bzw. Folge 13. Und wir waren bei diesem geilen Rätsel. Willst du schon was vorwegnehmen oder so? Ich erzähl gleich mal, ne? Ja, mach einfach mal. Also, so, machen wir erstmal den ganzen Scheiß hier weg. Darf ich das hier wegmachen? Kann ich das hier wegmachen? Müssen wir wahrscheinlich dann ersetzen. Na gut. Also, wir sind anders an die Sache gegangen. Bei unserem persönlichen, wir quatschen einfach mal stundenlang und überlegen uns, wie dieses Bild sein könnte. Mhm. Wir raten und vermuten, dass es sich hierbei um eine Kartenbeschreibung handelt. Was ja logisch ist, ihr seht das ja. Osten, Süden, Norden, bla bla bla. Das heißt, das, was wir haben, der Anfang zum Beispiel, ist schon mal gut. Sonnenstadt als Startpunkt, auch gut. Reise haben wir auch gut. So, die 5 vermute ich jetzt einfach mal. Kann ich nicht nachvollziehen, lasse ich aber mal einfach. Kam ich selber drauf. Was aber hier schon geht, naja gut, man kann es nicht wegdrücken, wie schon gesagt, ist ein bisschen anders. Hier kommt nicht 5 Sonnen, ne, weil es geht ja darum, es soll eine Beschreibung sein eben. Anfang Sonnenstadt, das kann man nachvollziehen. Reise 5. So, wir sind auf den Punkt gekommen, weil hier steht nämlich was, wenn ich es gleich mal habe. Hier, Tag, Woche. Ich rate einfach mal, ob ich jetzt irgendeinen Verstand habe, nicht. Ich musste bloß noch herausfinden, wo das war. Ja. Ich muss... Was soll denn der Scheiß? Genau. Zack, danke. So, das rate ich jetzt einfach mal, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner 5 Wochen unterwegs war. So. Und dann haben wir jetzt die nächste Geschichte. Sonnenuntergang? Falsch. Es wäre Sonnenaufgang. Da wir sowas aber nicht haben, ihr merkt, wir raten hier, ne? Wir haben keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal, ne? Sonnenaufgang, Osten. Die erste Reihe Symbole hatte ich. Langsam ergab das alles einen Sinn. Jawohl. Hase! Warum hast du mir den Hinweis nicht gerade gegeben? Gut, den haben wir. Wir haben es verstanden. So, Reise, richtig. So, jetzt geht's los. Also, das ist zum Beispiel hier... Ob das gleich 3 ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Zahl. Das kriegen wir gleich raus. So, das Symbol hatten wir gar nicht. So, wir gucken mal. Die 4 lasse ich. Den Fluss, der ist sowieso richtig. So, was hier ist, ist das. So. Pass auf, wir machen erstmal das. Also, wir wissen ja jetzt... Machen wir erstmal das, genau. Genau, also. Blablabla. So, Reise, wo müssen wir denn hin? So, wir kriechen wieder in den Monitor rein. Was sieht denn so aus? Aufsteigende Stadt. Wir könnten es genauso machen, wie wir es hier gemacht haben. Würdest du sagen, aufsteigend? Ist das schon Süden? Könnte man so interpretieren. Weil Osten haben wir ja schon. Ihr merkt, keine Ahnung. So. Ich musste bloß... Ja, das konntest du auch nehmen. Du willst das ja nicht. Ich musste bloß... Warum macht er denn jetzt nichts? Ich musste bloß noch herausfinden, wo das war. Willst du mich wieder ein bisschen verkackeiern, oder was? So. Okay, wenn du nicht willst, dann machen wir da jetzt was anderes. So. Obwohl, ich muss doch da irgendwas wählen. Wo misst du mich denn noch? Die Reise würde ich ja nicht ändern. Vielleicht versuchen wir erstmal woanders was zu ändern und dann vielleicht nimmt er das dann, was wir vorhaben. Ich hätte gerne, aber trotzdem, warte mal. Ja gut, aber
Kann ich denn hier was ändern? Da kann ich was ändern. Warum kann ich denn hier nichts ändern? Da steht doch gar nichts. Logik? Adventure-Logik. Ich musste bloß noch... Ja, das wäre jetzt auch wieder ein geiler Gig. Mhm. So, Sonnenstadt ist Unsinn. Ich muss... Aufsteigende ich Stadt, muss, zwei Strom rein, musste, ist alles Unsinn. Ich muss... Verstehe ich nicht. So, das ist richtig. So. Dann machen wir hier mal weiter. Brennend. Ja, eigentlich hatten wir Vulkan. Mhm. Komm, nehmen wir mal für doofe Wüste. So, was haben wir hier Schönes? Da haben wir die 7. So. 2. Das ist jetzt mal, ich nehme jetzt mal die 4. Wobei, dann kann das nicht die 4 sein. Nee, doch, das ist die 4. Nee, stopp. Falsche Freude. Moment. So. Strom. So, da haben wir schon den Fluss. Was hättest du, See oder Quelle? Was tippst du? Komm, machen wir mal See. Ich hätte jetzt Quelle gesagt. Vielleicht hast du ja auch nicht recht. So, aber jetzt will ich trotzdem da was einsetzen. Wieso kann ich das nicht? Was ist das denn für ein Scheiß? Wäre natürlich super genial, wenn das jetzt eins von diesen Rätseln ist, wo das alles andere stimmen muss, damit man das hier reintun kann. Aber ich hab das und alles, ne? Komm, nehmen wir da eine Quelle. Aber nicht nee, da, unser, sondern da, unser, ja. Unser. Bah. Wir werden doch die Wüste im Dorf lassen hier. So. So, nochmal. Die Symbole. Ja, das wollte ich nicht. Das wäre eine geile Folge jetzt. So. Ich musste bloß. Ihr seht schon, das wird ja passen. Reise, haha, 3 Tage nach Wüstenquelle. Ja. Viel Stromfluss. Er hat ja irgendwo gesagt, dass da irgendwo. Was soll denn der Wieso geht das nicht? Kann ich da gar nichts wählen? Ich musste bloß noch herausfinden, wo das war. Ich musste. Große Frage, oder haben wir irgendwas, was wir noch machen müssen? Vielleicht haben wir wieder irgendwas übersehen, das kann natürlich sein. Haben wir noch was am Tisch? Zog die Karte unter dem Arm des Toten hervor. Sah aus, als habe Genen eine Art Testament auf seine Karte gekritzelt. Freunde, ich weiß, dass ihr mich irgendwann findet, aber bis dahin ist es zu spät. Ich habe die Tabula enträtselt und weiß, unser Schicksal liegt im Paradies. Wir haben den Schlüssel zu Gottes Macht. Wenn ich jetzt sterbe, dann in dem Wissen, dass ihr meine Arbeit vollenden könnt. Sagt meinen Lieben, dass ich in Ausübung meiner Pflicht starb und mein Leben mit Freuden der Sache opferte. Im Licht des Tages verblassen diese Worte wie unsere Seelen. Doch seid versichert, ihr Echo wird uns an den Ort führen, wo wir uns dereinst wiedersehen. Ich bin nicht sicher, aber der schlaue alte Genen hat in seinem Testament wohl eine Geheimbotschaft hinterlassen. Und du hast scheinbar auch schon eine Idee. Licht. Genau. Und wo haben wir Licht? Hier. Genau. Wir sind ja nicht wirklich weit weg von. Ich meine, er konnte ja auch nicht 30 Kilometer gehen.
Als sich die Karte der Flamme näherte, begann sich etwas zu verändern. Die Schrift auf der Karte reagierte auf die Erwärmung. Ich glaub's ja nicht! Was ist denn? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Orte auf der Karte diejenigen, die auf dem Foto markiert sind. Aber die Buchstaben. Wenn der Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die Sonnenstadt liegen. Wenn dieser Buchstabe derselbe Ort wie der mit D markierte in Genens Übersetzung war, lag hier der Sonnenuntergangsberg. Wenn der Buchstabe E dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die aufsteigende Stadt liegen. Okay, und das sind wahrscheinlich Sachen, die wir erst alle wissen müssen, oder was? Mhm. Wenn die Buchstaben denen in Genens Übersetzung entsprachen, musste dies das Bergreich sein. Na komm, guck sie den anderen auch noch an. Findest du nicht? Sie scheint uninteressant zu... Ja, wenn natürlich. Wenn dieser Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, dann lag hier das Zweistromreich. So. Mal gucken. Darf ich jetzt? Vielleicht kommen wir dann jetzt wieder voran. Das ist so, das Süden hattest du, ne? Das war nicht richtig. Nein? Nein. So, 4 haben wir. Komm, machen wir 5. Oder haben wir da oben 5? Komm, dann machen wir 6. Das ist eine Wegbeschreibung. Jawohl! Beginne in der Sonnenstadt. Reise 5 Tage den Osten zu einem Fluss. 3 Kreuze. Reise Richtung Süden, 6 Tage durch eine Wüste, bis zum Ursprung 4 Flüsse. Hey Nico, ich hab's! Du bist toll. Fantastisch! Die Tabula Veritatis, das ist eine Wegbeschreibung. Ach. Echt? Sieh dir diese Karte an. Pole sagen, Startpunkt sei die Sonnenstadt. Genen verbarg den Ort auf der Karte. Dann geht es 5 Tage gen Osten zu einem Fluss. Dann geht es nach Süden und durch eine Wüste. Zum Ursprung 4 Flüsse. Und was ist dort? Weiß nicht, aber sicher etwas Wichtiges, richtig? Richtig. So wichtig, dass die Gnostiker es jahrtausende lang geheim zu halten versuchten. Und weißt du was? Ich glaube, ich habe einen Weg hinausgefunden. Ehrlich? Sieh mal, während du den Altertumsforscher gespielt hast, habe ich das hier gefunden. Was hat sich getan? Ich bin nicht sicher. Die Tür ist immer noch zu. Ja gut, wir haben das vielleicht entgeht uns irgendwas. Vermutlich. Wenn Genen gestorben ist, ohne einen Ausweg zu finden, muss mehr dran sein als nur ein verborgener Knopf. Dann lass uns weitersuchen. Nee, brauchen wir nicht. Das haben wir ja schon. Mhm. So, dann wollen wir uns mal in die Freiheit holen. Die verschnörkelte Lampe war nähere Betrachtung wert. Danke, George. So, wir wissen ja schon ein bisschen was. Ich weiß noch nicht, ob wir hoch, runter, unten. So. Wir spielen es einfach mal durch. Genau, wir haben ja 3 Möglichkeiten ich wieder. Ich gab der Statue einen Schubs und sie drehte sich gegen den Uhrzeigersinn. Da passiert nichts. Ich gab der Statue noch einen Stoß. Okay, tut sie nix. Großartig. Hä? War der gerade schon da? In der untergegangenen Sprache mittelalterlicher Mechanismen war dies Geräusch der Klang der Enttäuschung, der unerfüllten Träume und der Trauer. Okay. Nichts hatte sich getan. Oh,
Okay. Vielen Dank, dass du uns so motivierst. Okay, George, das heißt, wir machen jetzt wieder Learning by Doing. Mhm. Wir sind gespannt. Gut. Das klang, als sei etwas passiert. Okay. Du willst mir nicht sagen, wir machen das jetzt dreimal. Oh, das wäre natürlich auch wieder so genial. Egal, ich mach's mit der nächsten Position auch. Hallo, willst du das mal reinpacken? Na? Nichts hatte sich getan. Egal, machen wir das jetzt tatsächlich dreimal, aber dann muss es auch klappen, weil sonst drehe ich durch, glaube ich. Ah. Bin ja immer gespannt. Ich gab der Statue noch einen Stoß. Das kannst du machen. Bin mal gespannt, was da sowieso noch kommt. Na? Nichts hatte sich getan. Ja, ist doch egal. Wir machen das nochmal. Wir haben ja Zeit. Ja, eben. Dann können wir Folge 30 mal richtig ausgiebig genießen. Das ist schön, ne? Genau, so ist es. Also das machen wir jetzt aber noch in der Folge, also. Nichts hatte sich getan. Na, immerhin oben haben wir schon mal geklärt. Mhm. Und? Ja. Aha. Das klang, als sei etwas passiert. So, dann machen wir das nochmal. Dann haben wir mal alle drei zusammen hier. Genau. Ich hoffe nicht, dass es ein Schwäler ist. Ihr habt da richtig was zu lachen, aber... Na, es geht so sowieso nicht, dann müssen wir eh erst drehen, aber ich probiere das jetzt erstmal. Klick aus, geht auf! Nichts hatte sich getan. Ja, ich bin gespannt, ob wir danach eh noch was machen müssen oder ob wir das Rätsel dann auch haben. Gut, lustiger finde ich, dass sie nicht einfach den Knopf drückt. Das ist auch wahr! Nichts hatte sich getan. La la la, Spannung. Ich gab der Statue noch einen Stoß. Das sehen wir. Ja, das machst du auch ganz gut. Ja, da drauf, ne? Das kann er. Inzwischen ist er Profi darin. Nichts hatte sich getan. Es gibt wahrscheinlich auch eine einfachere Methode, eine schnellere, aber... Ja, einfach die Türklinke drücken. Alles wirklich, was du schon sagst, die steht da einfach rum. Ja. Ja. Also. Ist das die Tür? Ja, ist auf. Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, wir säßen ja fest. Nur wir beide. Für immer. Es hätte schlimmere Arten gegeben, für immer festzusitzen. Das ist die Tür. Komm schon, George. Gut, da würde ich aber sagen, da setzen wir hier einen Cut. Und dann gucken wir mal, was hinter der Tür ist. Ich bin gespannt. Ich auch. Wir machen weiter. Das ist der großartige Fozzi-Gamer, den ihr abonniert, toll findet und heilig spricht. Und ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wir sehen uns dann in Folge 31 wieder. Bis gleich. Ciao, ciao.